eine Flamme lebt vor allen Dingen dadurch, dass man ja die Bengalbeleuchtung im Mittelrheintal erleben kann, die illuminierten Burgen, eine Marksburg, Schloss Stolzenfels und vieles andere mehr. Und das erlebt man tatsächlich am besten, wenn man auf einem Schiff unterwegs ist, wenn man im Konvoi fährt. Die Schiffe selber sind auch rot illuminiert und insgesamt erlebt man ja dann vom Schiff aus insgesamt 8 Feuerwerke und durchfährt das Mittelrheintal wie eine Bilderbuchlandschaft, die sich nach rechts und links aufklappt. Und ich denke, wer auf einem Schiff noch nicht unterwegs war zu Rheinflammen, der sollte das ausprobieren, denn das ist einfach das Besondere, die Landschaft, die sich vor einem wirklich aufbaut und dann von diesen Feuerwerken und Bengalbeleuchtung und den wunderbar inszenierten Burgen dann sozusagen gekrönt wird mit dem, ja, mit dem Highlight, dem tollen Abschlussfeuerwerk von der Festung hier am Rheinstein. Wieder Bilder, die in Anführungszeichen um die Welt gehen, über die berichtet wird, eine der größten Veranstaltungen in der Region, über die in der Regel sehr, sehr positiv berichtet wird. Und die positiven Dinge, die die Landschaft des Welterbe zu bieten hat, die Burgenlandschaft, die gesamte Kulturlandschaft, die kommt bei dieser Veranstaltung sehr, sehr gut zur Geltung, wird herausgehoben, kann von vielen Gästen national, auch international erlebt werden. Das ist dann, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, um die Landschaft auch national und international touristisch sehr gut vermarkten zu können.